So, da ist immer wieder im Orktal, immer noch Level 27, fast 28. Es wird langsam. Das Offline-Leveln, ja, gut, jetzt habe ich keinen Buff gehabt. Ja, das Offline-Leveln läuft eigentlich soweit. Ich habe jetzt den Buff, also Segen auf M1, gibt jetzt schon 20%. Da wir haben jetzt eine Kupferglocke plus 9 da drin. 12 Int, die habe ich für 5 Kaka gekauft. Ja, ich habe jetzt nur einen Punkt auf Reflektieren, den will ich gerne noch umskillen. Dass ich quasi das auf Crit habe. Und ja, wird sich dann zeigen. Ich habe jetzt noch ein 5 Exil plus 7 besorgt. Für 3 Kaka gab es das. Ja, ist eigentlich recht nice. Was ich auch noch habe, ist dieser Orkhandladenpanzer. Wenn ich den halt anziehe, bin ich ziemlich langsam, habe dadurch mehr Def. Ja, eigentlich recht nice. Bei mir leckt es gerade nur etwas. So. Ja, man ist halt noch recht langsam und so, das ist ein bisschen blöd. Was ich jetzt hier auch habe, sind die Goldohrringe plus 9. Ich weiß auch nicht, wer verkauft Goldringe bis 29 Kaka, das ist schon. Die meisten verkaufen zu 40 bis 50. So. Weiß auch nicht, da waren verzweifelt da am Werke. Ja, Young aktuell sieht ziemlich schlecht aus. Klar, wir haben jetzt insgesamt 3 Kaka für das, dann 20 für das. 5 haben wir von den plus 8 dann eingenommen. Ja. Und dann haben wir ja noch die Glocke gekauft für die 5 Kaka. Ja, aber ich sag mal, es ist eigentlich egal. Ja, ich habe hier noch meinen Wolf stehen hier. Ja, der wird bald etwas besser equipped. Was ich halt nur in Frage stelle, ist, ob ich den vielleicht irgendwann mal ins Rote tue, weil ich laufen zur Zeit ein paar Leute. Auf mir ein, sie weiß auch nicht, was das soll. Das sind eigentlich recht kindlich. Aber ich weiß auch nicht, das ist immer so. Ich mache das Gildengeschäft schon mehrere Jahre lang und es gibt immer wieder diese Neider und ja, sage ich mal, die Leute, wo sie nicht verkraften können, wenn sie aus der Gilde geworfen werden oder so, weil sie gegen Regeln verstoßen. Das ist schon so lieber wie. Immer gegen Regeln verstoßen und so. Ja, wir suchen in der Gilde eher was Harmonisches. Wenn man ein Problem mit uns hat, kann man das auch normal lösen. Außer die Leute, wo halt rausgeflogen sind, mit denen wollen wir halt nichts mehr zu tun haben. Aber es ist halt immer so, dass man provokative Sachen macht, aber darauf springe ich eigentlich meistens nicht an. Weil die sollen machen, was sie wollen, es ist hier Kindergarten. Weiß auch nicht, könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, Namen will ich jetzt nicht erwähnen, die Leute wissen, wer es ist. Und ja, ich sehe es halt immer wieder ein bisschen und Leute schreiben mich an. Ja, aber das juckt mich eigentlich nicht. Ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich aufgebaut habe. Das lasse ich mir nicht einfach so zerstören. Wenn es mich dann halt mal wirklich nervt oder so. Ja, ich sag mal, der Lucana ist bald fertig und ich glaube, die Leute sollten es lieber lassen. Weil ich weiß nicht, ob sie unbedingt Stress wollen, weil der Lucana, ich habe jetzt aktuell 34 Milliarden Yang. Ich kann den innerhalb von wenigen Stunden, kann ich den komplett equipen mit Eichi drum und dran, kann ins Rote gehen und eine Gilde abfacken, mir egal. Die Geschäfte laufen gerade mega gut. Ja, vom Yang her, ich habe jetzt ja wieder Eiche gefarmt und da hatte ich ja von dem Lupenreihenstein habe ich ja 1,5 KDR bekommen, die ist auch verkauft worden. Rein theoretisch habe ich jetzt, glaube ich, sogar 35 Milliarden Yang und da kann man sich ordentliches Eco kaufen. Außerdem bin ich halt mit mehreren Händlern noch aktiv und da will ich halt ein bisschen Yang rausholen. Und dann wird auch der PvP-Lykan langsam was.
je nachdem, wenn ich mal Bock habe, wirklich zu kloppen, dann werde ich den auf jeden Fall ins Rote tun. Und ja, dann weiß nicht. Es werden halt manche Leute ziemlich übel gefightet, sage ich mal. Weil ich sag, gegen Lykaner hat eigentlich kaum einer Def. Der bekommt dann auch ein gescheites Pet. Also ein levelbares Pet. Rasador für 81. Mit 2 bis 3 Fertigkeiten, habe ich gedacht. Oder ein Affe. Das wäre eigentlich auch recht nice. Ja, aber ich bin noch dran, das entscheide ich dann. Vorerst mal werde ich das so lassen und ja, ich werde halt immer wieder Eco aufbauen. Weil schließlich gerade Young auszugeben ist gerade ziemlich unpraktisch. Weil die Preise schwanken ziemlich vom Eco und allem drum und dran. Deswegen, man sollte sich ein bisschen überlegen, was man Young ausgibt und wann man es ausgibt, weil es kann sein, dass man Item dann plötzlich am nächsten Tag um die 500 kk weniger kostet. Ja, also ich finde es gerade recht nice, aber nur Abonnements passen, also die Abos. Ich habe jetzt glaube am Wochenende um die 15 Abos bekommen, das ist eigentlich nicht schlecht. Wäre natürlich nice, wenn man das mal ein bisschen weitertragt. Ich werde jetzt auch bald noch ein neues Projekt anfangen. Und zwar auf einem anderen Server. Ja, Minecraft, das läuft noch nicht so. Ja, aber sagt, es wäre mal halt mehr Let's Play. Je nachdem, wie die Zeit halt ist. Ich finde Minecraft ist ein cooles Spiel. Aber der Wolf finde ich jetzt recht nice. Mir gefällt es, was ich hier mache. Und kann halt einigen Leuten was beibringen. Von dem liegt es mir eigentlich eher. Weil ich will halt zeigen, dass DE eigentlich immer noch gut möglich ist und sich die Gamequatsch auch anstrengt, neue Events und so rauszubringen. Und ja, wir sind jetzt bald Level 30 und dann wird sich zeigen. Auch die Buff wird immer höher, die ist jetzt fast Level 21. Und ja, wir müssen, die Buff muss auf 30, der Lykaner muss auf 30 und ab 30 fängt ja diese Young-Quelle an, wo ich ja gesagt habe, ab 30 ist, sage ich mal, der Knackpunkt in Metin 2. Ab da kann man Young machen mit ein paar Plänen. Und von den Priorlisten, die werde ich, denke ich mal, in einer der nächsten Videos noch einblenden. Da haben wir ja einige Sachen jetzt erledigt. Ja. Und ich denke, das wird sich auch weitertragen. Ich hoffe, dass es vielleicht auch auf andere Server mal noch geht. Dass die ein bisschen sagen, ja komm, der erklärt es ein bisschen. Wir werden auch einige Punkte erklären. Ich habe mal ein Eiche-Video zum Beispiel gemacht, wie die Alchemie funktioniert. Zu dem Punkt werden wir auch mal noch kommen, dass ich das dann nochmal erläutere und es wäre dann sogar live. Also ohne Vorbereitung und so, sondern immer während den Let's Plays ein bisschen Alchemie machen. Und dann kann man da auch ein bisschen mit lernen, weil es eine ganz tolle Sache. Und mit dem lässt sich auch gut Geld verdienen. Und ich sag mal, ihr habt ja auch schon gesehen, die Wolfsklaue mache ich hoch, war mache ich nicht. Indingo hoch, gibt ja Pfeil ausweichen und Angriffsspeed. Ganz einfach, das wird nicht nur ein Farmer, sondern es wird auch ein PvP-Char. Low-Level PvP finde ich jetzt eigentlich auch recht witzig, was darum angeht, und ich denke, mit ein bisschen Eiche und so wird es auch recht gut. Deswegen habe ich den Ding nur nicht hochgemacht, weil ein bisschen Angriffsspeed, wenn ich mal viel Geld verdient habe, dann kann ich das auch mit Angriffsspeed Pots holen. Weil die sind so billig, da kosten vielleicht gerade mal so 100 Stück um die 10 kk. Und da brauche ich nicht extra dann die Indingo hoch zu gehen. Wenn die mal auf G ist, gibt die 9% Fehlschläge. Und mein Gott, da mache ich halt statt einen Haschstein vielleicht einen Pfeil aus welchen Stein rein, dann habe ich denselben Effekt. Deswegen, PvP wird auch noch dazu kommen im Low Level und das wird dann eigentlich recht witzig, denke ich.
Aber das dauert alles noch. Weil schließlich PvP finde ich nur, ist nur möglich, wenn du von, sagen wir mal, PvM-mäßigen her nachziehen kannst. Weil es bringt nichts, wenn du im PvM eine Nusche bist. Dann kannst du auch keinen PvP holen. Das muss immer parallel passieren. Es gibt nur eine Ausnahme, die Leute müssen natürlich Massen und Ekel kaufen direkt. Da kann man sagen, okay, die müssen kein PvM machen, aber ich finde das eigentlich recht anwendig. Aber, naja, es levelt sich eigentlich recht gut und es wird da immer besser und ich denke, wenn man spätestens mal Level 30 sind, dann kann ich euch mal zeigen, wie ich so vorgenommen habe, mir ein bisschen Yang zu verdienen. Dann werden sich auch schnell die Equipment-Teile hier recht schnell austauschen. Und die Prio-Liste wird ja ab Level 30 neu angepasst. Da werde ich alle Sachen in einem Video mal erklären, was wir alles schon abgeschlossen haben, was noch dazu kommt. Und dann wird sich zeigen, wie es läuft. Jetzt kommt hier gerade jemand runter. Wer ist das? Real Hate. 14 nach PvP. Und da könnt ihr mit dem Fuffi wetten, dass der uns angreift. Ne, nicht mal. Die Frage ist auch, wenn auch die Leute mich schon von den Videos erkennen und man weiß ja nie, ob einer aufnimmt. Deswegen stellen wir das immer ein bisschen komisch vor, weil komischerweise kennen meine Videos jetzt schon recht viele. Ich kriege eigentlich ingame nur permanent irgendwelche Leute, die mich anschreiben und sagen, dass die Videos okay sind oder cool sind. Einer hat mich schon angeschrieben, dass er mir noch ein paar Tipps gibt oder Sachen, die man hier noch nicht so gut findet. Kann man auch machen, bin ich offen, aber ich sag mal, wenn man anschreibt und sagt, ja, mehr vom Mentor oder so, ist schon okay, aber im größten Sinn wollte ich eigentlich den Leuten was beibringen, die man Yang macht, weil ich will den Leuten ermutigen, ja komm, farmt mal ein bisschen oder macht auf die Weise euer Geld und dann habt ihr auch Spaß. So probiere ich das in der Gilde auch immer zu machen. Die Gilde, die beschreibt mein, sag ich mal, mein Projekt gewesen bisher, Chaos Bruder, und viele finden sie nicht so gut oder sagen halt, ja, ist halt Rap-Gilde oder was auch immer. Die labern halt nur. Das trägt sich halt immer von den Leuten, wo rausfliegen, wo teilweise halt schlechte Erfahrungen mit anderen Membern gemacht haben. Dazu haben wir jetzt halt Regeln aufgestellt, dass dies nicht mehr passiert. Es gibt manche Leute, die übertreiben es auch, wie zum Beispiel diese King's Army, also dieser Animal. Ja, man muss nicht immer direkt denken, nur weil jetzt Level 42er drin ist, dass die Gilde schlecht ist und dass man Leute einfach OTM abfacken kann. Das kann nämlich ziemlich nach hinten losgehen und es hat dieser King's Army jetzt halt gesehen, dass es doch nicht so mal gut ist, Low Levels anzugreifen. Es kann genauso gut ein Low Level in Frozen Flames sein und ja, wenn man die Gilde nicht kennt, dann ist es dumm, so zu agieren. Jetzt hat er halt eine Menge 105er Chars hinter sich, die er, ja, ihn abfacken. Er hätte, ja, es sind halt immer die Leute, die aggro drauf sind. Ah, da können wir ja im nächsten Part nochmal drüber reden. Find's immer gut, wenn man mal über sowas spricht. Weil es werden ja halt immer Gerüchte rum erzählt. Ja gut, wir sind schon in der Zeit durch. Ich denke, es wird gleich einen Anschlusspart noch geben. Und dann sage ich mal abonnieren und kommentieren. Und man sieht sich.